I'm in my simple box. My close imaginations. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog, Leute. Ihr habt gerade schon gesehen, ich habe gerade schon alle Dateien vom gestrigen Vlog in die Final Cut Mediathek geladen, um damit gleich anzufangen zu schneiden. Und ja, heute ist Samstag, draußen regnet es mal wieder, genauso wie morgen auch, übermorgen und die ganze nächste Woche. Ist ein bisschen scheiße. Aber ja, Leute, ich bin gerade aufgestanden. Der USB, den ich im gestrigen Vlog ausgepackt habe, der funktioniert immer noch wie eine 1. Also Anchor ist auf jeden Fall eine geile Marke. Bevor ich jetzt aber hier mit dem gestrigen Vlog anfange, würde ich sagen, wird erstmal gefrühstückt. Okay, Leute, das Video habe ich eigentlich komplett fertig geschnitten. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist das Color Grading und das Thumbnail. Und draußen regnet es immer noch. Und das ist nicht so gut, weil wir jetzt eigentlich noch zu so einem Fest fahren wollten, beziehungsweise zusammen festfahren in einer Dreiviertelstunde oder sowas, was, glaube ich, draußen ist. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß aber auch noch gar nicht, bis wie lang das ist und ob ich da die Kamera mitnehmen soll und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, mal gucken. Okay, Leute, lange Hose ist angezogen, Computer ist ausgeschaltet und ich würde sagen, es kann jetzt eigentlich losgehen. Die Sonne ist auch gerade nochmal rausgekommen. Ich werde die Kamera mitnehmen, also ohne Mikrofon, ohne Gorillapod, ohne alles, einfach nur die Kamera. Und ja, ich bin jetzt eh schon ein bisschen zu spät, also würde ich sagen, los geht's. Hey Leute, ich bin wieder zurück. Ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen und vor allem der Carporn hat euch gefallen, wenn ich einen gemacht habe. Wahrscheinlich schon. Ich habe zwar noch nicht geschnitten, aber ich schätze mal, wenn ich einen Carporn gemacht habe, war der wahrscheinlich relativ kurz oder ich habe irgendwelche Aufnahmen doppelt genommen oder sowas. Aber es war eigentlich auch nicht erlaubt zu fotografieren. Ich habe deshalb eben trotzdem so ein bisschen gefilmt, wollte jetzt aber nicht so irgendwie so mega auffällig die ganze Zeit an diesem Auto rumfilmen. Aber ja Leute, wir sind jedenfalls zurück. Es ist mittlerweile jetzt glaube ich auch schon 19 Uhr oder sowas. Wird draußen schon dunkel so ein bisschen. Die Wolken haben sich so ein bisschen rot gefärbt. Ich habe auch gerade noch überlegt, ob ich vielleicht noch eine Timelapse oder sowas machen soll. Aber ich glaube irgendwie der Himmel sieht heute auch nicht so spektakulär aus. Also leider keine Timelapse für euch. Ich habe jetzt gerade im Fernsehen noch so ein Best-of Verstehen Sie Spaß geguckt, was da kam. Ich habe mein Video noch komplett fertig gemacht und ja, deshalb ist es mittlerweile draußen auch schon wieder komplett dunkel. Es ist auch schon 22:45 und alles klar, Leute. Da ist auf jeden Fall eine Mücke, die wird mich heute Nacht wieder richtig abfacken. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt eigentlich schon wieder, diesen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich auf jeden Fall mega, mega freuen, wenn ihr jetzt hier drauf drückt und den Kanal abonniert. Und diesen Sonntag, Leute, Sonntag, der 17. um etwa 18 Uhr, kommt der erste Travel-Edit aus den Sommerferien. Das ist ein richtig, richtig geiles Video geworden. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Es ist deutlich besser als so ein normaler Vlog hier. Das ist der erste Teil von 3 Best-ofs aus den Sommerferien. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da einschaltet und den Kanal abonniert, um das nicht zu verpassen. Und ja, Leute, es wird geil. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Vlog wieder und ciao.